Lassen Sie uns starten, indem ich mal wieder auf den Foliensatz zurückgehe und Ihnen als erstes eine ganz kurze Einführung einfach nur zum Thema, was ist eigentlich Mural? Was gucken wir uns da heute an? Mural ist im Grunde ein Whiteboard, sagt man dazu. Also quasi eine weiße Fläche, so wie wir sie auch möglicherweise in Präsenz oder im Klassenraum oder im Seminarraum wiederfinden, nur eben halt digital. Und das Gute an digital ist eben, dass Sie einerseits die Wirklichkeit abbilden können. Das heißt, Sie können mit Mural zusammenarbeiten, mit einem Team oder mit Teilnehmern zusammenarbeiten, aber auch alleine Dinge entwickeln. Aber Sie haben eben halt auch noch ein bisschen mehr Funktionalitäten. Also zum Beispiel das Exportieren nachher Ihres Muralboards in andere Formate. Selbstverständlich können Sie auch ein Whiteboard abfotografieren, ist schon klar, und dann ausdrucken oder wie auch immer. Aber hier haben wir eben halt ein paar Sachen, die noch ein bisschen besser funktionieren, beziehungsweise eben halt ein bisschen ja, schicker und moderner sind. Und wir müssen ja, das ist ja unsere Problematik heutzutage, wir brauchen ja Tools, die digital unsere normale Arbeit unterstützen, weil wir kommen wenig zusammen. Okay, jetzt wird schon mal ein bisschen besser. Montag habe ich tatsächlich ein klassisches Klassenraumtraining. Da sitzen auch tatsächlich ein paar Leute rum. Vor 2 Wochen, glaube ich, oder so, hatte ich meine Scrum-Simulation. Da war sogar mit 8 Leuten in einem Raum. Natürlich beim Bauen mit Lego, alle noch mit Maske und so, ne? Es kommt also wieder, aber doch wird viel auch im digitalen Umfeld bleiben. Also brauchen wir eine gewisse digitale Kompetenz, glaube ich. Und da Sie hier sitzen, glaube ich, dass Sie das auch glauben. Ich möchte Ihnen als Beispiel einfach nur 2, 3, 4 Seiten zeigen. Habe ich nur mal rauskopiert, sind jetzt nicht meine eigenen Murals. Wir werden uns gleich das angucken und auch eins zusammenbauen. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, was man eigentlich mit Mural so an einem Whiteboard schön machen kann. Hier zum Beispiel ein Bild über ein Seminar vermutlich steckt dahinter. Wir haben hier eine Agenda, die durchgeführt werden soll. Wir haben hier Anleitungen zu irgendwelchen Themen. Zum Beispiel, wie man Brainstorming hier durchführt. Wir haben irgendwas Gebautes mit Post-it zum Beispiel. Also eine schöne Angelegenheit, sehr unterschiedlich und trotzdem, trotz der Vielfalt der Informationen, auch wenn das natürlich jetzt auf der PowerPoint-Folie ein bisschen knapp ist, trotzdem sehr leicht zu sehen. Das ist ja einer der Dinge, die uns von Digitalisierung und wenn wir im Prinzip an so einem weißen Board im Klassenraum stehen, glaube ich, immer noch unterscheidet. Also mir geht es zumindest so, dass ich so ein Board, ein Präsenzboard, also Low-Tech sagt man da heute zu, also so ein Low-Tech-Board einfach viel schneller und viel besser übersehen kann, als wenn ich das gleiche digital angeordnet bekomme. Na, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Also da ich stamme aus einer Generation, letztes Jahrtausend geboren, das ist mir alles noch ein klein bisschen näher. Aber hier geht es eben halt und von daher ist es auch ein ganz schönes Bedientool. Dann kann man hier sowas machen wie zum Beispiel eine SWOT-Analyse. Und Sie sehen auch hier, ein bisschen grafische Unterstützung ist mit dabei, vor allem aber auch Farben. Hoppala, mein Stift ist hier ein bisschen schnell, die eingesetzt werden. Und Sie sehen hier unten auch schon einen Benutzer, der auch per Name nachher auf so einem Muralboard zu sehen ist. Dann kommt jetzt irgendwas, was ganz viel ist. Hier hat man irgendwie, weiß ich nicht, einen Grafikansatz versucht zu gestalten. Möglicherweise sucht man hier eine Bildsprache, die man benutzen möchte. Und zum Schluss der ersten kleinen Vorführung hier nur. Man kann auch das Ganze irgendwo versuchen, auf so eine Grafik, so Google Maps oder so mit draufzulegen, zum Beispiel, dass man eben halt auch hier durch die grafischen Anwendungen einen Bezug darauf setzt, auf das, was getan werden möchte an der Stelle. So, das war nur als kleine Beispiele, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt schalte ich mal direkt auf dem Browser um, um Ihnen dort weiter zu zeigen. Erste Male die Oberfläche von Mural selber. Ich habe jetzt sowohl den Chat als auch Sie ausgeschaltet. Wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, einfach bitte kurz zwischenrufen, weil ich sehe Sie im Moment nicht, dass ich es mitbekomme. Ansonsten würde ich einfach erstmal so vor mich hin erzählen. Also, das ist die Oberfläche von mural.co. Schreiben die sich, wenn Sie die finden wollen. Was ist an Mural so gut, als auch an anderen? Wir haben gerade schon vom Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Also der bekannteste Anbieter von Whiteboards ist eigentlich Miro.
Aber muss ich sagen, also Miro ist okay, ne? Also von daher, aber es gibt einen Grund und den zeige ich Ihnen gleich und erzähle Ihnen gleich noch, warum ich mich für Miro entschieden habe. Also beide haben so ungefähr den gleichen Funktionsumfang. Interessant ist eben halt, und das wird hier, deswegen lasse ich es gerade mal ablaufen, auf der Seite mit so ein bisschen Engagement eben halt hier gezeigt, mit so einem kleinen Video, also ein Durchläufer, was alles so auf einem Miro-Board passieren kann. Es ist sehr interaktiv, das ist das Wichtige daran. Es ist sehr interessant, um eben halt mit einem Team oder mit Teilnehmern zusammenarbeiten zu können. Und warum habe ich mich jetzt entschieden, Mural zu benutzen statt Miro, beziehungsweise es gibt sicherlich auch noch andere gute Whiteboards. Hier sehen Sie mal die Pläne, die zur Verfügung stehen. Sie können selber anfangen mit einem freien Plan. Das heißt, Sie können sofort mit Mural starten, wenn Sie das möchten. Das ist natürlich, Entschuldigung, wie immer ein bisschen eingeschränkt. Ja, Sie können hier nur 5 Mural Boards benutzen. Wenn Sie mehr haben wollen, müssten Sie theoretisch immer wieder Mural Board löschen. Sie haben aber schon in der einfachen Variante unten limitierte Teilnehmer. Das heißt also, Sie können unendlich Leute einladen, Gäste, die tatsächlich auch auf dem Mural Board dann schon mitarbeiten können, aber keine Verarbeitungsarbeit haben. Und Sie haben im Prinzip die gesamte visuelle Bücherei, Library wollte ich sagen, also die gesamten Möglichkeiten, die eigentlich zur Verfügung stehen. Es gibt so ein bisschen Beschränkungen, die da eben halt heißen, zum Beispiel, Sie können nicht in allen Formaten exportieren, die eigentlich von Mural zur Verfügung gestellt werden. Aber zumindest von meiner Seite aus gibt es da auch gar keine Bedürfnisse. Wir werden nachher sehen, PDF kann man machen und das ist auch gut so und mehr braucht man vielleicht und möglicherweise auch nicht. Also da passiert schon relativ viel. Die anderen Sachen sind eben halt dann vor allem für größere Teams gedacht, die da zu arbeiten sind. So, und für mich ist es deswegen interessant und sinnvoll, weil es nämlich vom Mural einen sogenannten Consultants-Plan gibt. Das ist eine Lizenz, die ist kostenfrei zur Verfügung gestellt ist. Da können Sie mit 10 anderen Kollegen, also 9 anderen Kollegen, Sie sind ja der 10. dann, zusammen auch die administrativen Aufgaben von Mural mit übernehmen. Das heißt zum Beispiel eben halt Mural Templates zu erstellen, ne? Also an einer Mural Vorlage zu arbeiten. So, das ist relativ schön und das ist dann auch relativ einfach und ich glaube, das macht auch Sinn. Müssen Sie einfach Mural anschreiben und nach diesem Consultant-Plan fragen. Bisher waren die da relativ freigiebig, das Ding dann auch zu lizenzieren. In der Zeit, als ich, das ist jetzt so 1,5 Jahre in etwa her, mich um das Thema Whiteboards so das erste Mal gekümmert hat, gab es das von Miro noch nicht. Also von dem Marktführer. Mittlerweile soll es da auch so eine Art Consultant- oder Beratervertrag eben halt auch mitgeben, wenn Sie eben halt damit einsteigen wollen, dann könnte man das eben halt nutzen. So, so viel erstmal zum Anfang für die Einführung zum Thema Mural. Und jetzt wollen wir quasi miteinander arbeiten. Wenn Sie, ich gehe nachher auf meine Template zum Mural Boards noch über. Ich habe jetzt aber hier erstmal quasi ein reihenweises Mural Board, so wie Sie es haben, wenn Sie quasi das erste Mal mit einem Free Account hier reingehen, sehen werden. Was Sie eben halt ganz viel sehen, ist halt weiß. Und genau das Weiße hier in der Mitte ist das, was wir eben befüllen wollen und befüllen sollen. Und womit können wir das machen? Wir haben hier auf der linken Seite ein Menü mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um so ein Mural Board aufzubauen. Und das funktioniert relativ einfach. Sie greifen sich irgendwas. Also Sie sehen zum Beispiel hier 3x3 große Post-its. Sticky Notes heißt das im Englischen, dann ziehen Sie einfach aus dieser Library im Prinzip irgendwas auf das Board. Dann haben Sie hier erstmal dieses grafische Element. Und das können Sie dann beschriften und hier oben sehen Sie ein kontextsensitives Menü. Sie können also die Schrift größer machen meinetwegen oder fett machen oder und sowas in der Art und Weise. Na? Hier oben sehen Sie immer All Changes Saved. Das heißt, die ganze Zeit
wird Mural automatisch Ihre Arbeit auch abspeichern. Wenn also mal ein Internetverlust, also ein Leitungsverlust passiert zum Beispiel oder Ihr PC stürzt ab oder ähnliches, dann haben Sie immer trotzdem sauber den letzten Stand Ihrer Arbeit. Macht ja auch irgendwie Sinn. Also das ist vermutlich, diese Sticky Notes sind hier die am meisten verwendeten Elemente. So, jetzt würde man aber auch manchmal andeuten, dass die was hier miteinander zu tun haben, zum Beispiel mit einem Pfeil. Dann würde man hier, das kennen Sie möglicherweise auch aus, so aus PowerPoint oder so, dann kann man die hier an den entsprechenden Punkten oder Office-Anwendungen mit dranhängen. Und wenn Sie dann eben halt das Element, zum Beispiel, ich mache es jetzt gerade mit den Tasten, verändern, würden sich hier auch entsprechend die Pfeile verändern. So kann man eben halt zum Beispiel Workflows grafisch darstellen. Sie können aber auch hier andere grafische Elemente benutzen. Sie sehen hier, es gibt es 6 in der Vorgabe, die Sie in den Größen verändern können. Auch hier kann man natürlich wieder Text mit reinschreiben und so weiter. Die kann man hier benutzen. Weiteres Thema sind Icons, um bestimmte Dinge eben halt grafisch so ein bisschen zu verschönern. Man kann, die Dinger sind so doof schwarz immer, man kann aber auch hier zum Beispiel die Farben ändern. Jetzt müssen Sie bei mir aufpassen. Ich habe so diese männliche Farbverschiebung, die viele mitbringen. Also irgendwie so eine Grün-Rot-Verschiebung oder Gelb-Braun, weiß der Geier, wie die heißt. Wenn ich also Farben anklicke, dann kann das möglicherweise in Ihren Augen etwas schmerzen, was ich da mache. Dann gibt es, das ist sehr interessant, wie ich finde, so Layouts, die schon vorbereitet sind. Da kann man schon von Hause aus bestimmte... Schöne Grüße. Da kann man im Prinzip von Hause aus schon, wenn man die benutzt, hier direkt ein Template mit reinlegen, das schon bestimmte Aussagen machen kann. Also hier zum Beispiel, wenn man so ein SWOT, oder sagen wir jetzt mal, ist sehr, sehr wahrscheinlich nur ein Vier-Quadranten-Diagramm hier an der Stelle, aber man benutzt es halt häufig für ein SWOT, kann man eben halt auch unterschiedlichste größere Vorlagen schon benutzen, die dann selbstverständlich hinterher wieder durch eigene Sticky Notes zum Beispiel hier mit bestückt werden können. Einfügen von Fotos ist schön, zeige ich Ihnen nachher noch, wie das geht. Sie können von Ihrem eigenen PC Dinge einfügen oder eben halt von Google Drive, Dropbox, OneDrive, wo Sie halt zugreifen möchten. Interessanterweise geht das Ganze auch nachher mit Drag and Drop. Also Sie können hier direkt in den Browser reinziehen etwas. Das macht die Sache sehr elegant. Ich glaube, hier kann man auch noch, warte mal. Ja, Sie können auch hier online was suchen lassen und dann entsprechend Bilder mit übernehmen. Nicht im Freien verfügbar ist die sogenannte Content Library. Also quasi können Sie bestimmte Grafiken, die Sie gerne öfters benutzen möchten, wie zum Beispiel hier, wir werden das nachher sehen, das benutze ich gerne als Oberfläche oder als Header für meine Templates, bestimmte Grafiken mit einbauen. Das gibt es allerdings nicht in der Frühversion, sondern eben halt ab dieser Karteien oder größeren Plänen kann man das halt machen, ist aber eben halt ganz bequem, damit eben, gerade für uns, glaube ich, ist es ganz gut, die mehrere Templates erstellen. Ist es deswegen gut, damit die Dinge auch immer gleich aussehen. Sonst ist es relativ schwierig für alle Beteiligten, sich immer wieder zu orientieren auf so einem Template. Deswegen gibt es ja auch beim Briefeschreiben eben halt eine DIN-Norm, damit die Briefe immer gleich aussehen und dass man eben halt da sich schnell zurechtfindet. So, was haben wir dann noch? Ups. Achso, so. So, dann kann man hier auch noch einfach mit einem Stift Freihandzeichnen machen. Und hier oben finden Sie auch immer eine Undo-Taste, die Sie benutzen können. Hier oben unterschiedlichste Möglichkeiten, jedenfalls um das Ganze mit der Hand zu malen. Und dann schalten Sie es wieder aus und dann kriegen Sie das Menü wieder zurück. Was war das hier? Achso. So. Und das sind erstmal die, sozusagen das linke Menü mit den wichtigsten Elementen zum Arbeiten. Dann, um dir das zu zeigen, hier unten gibt es, Sie sehen doch meinen Cursor, oder? Ja.
Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Hier unten sehen Sie, sehen Sie, wer im Moment auf dem Board mit drauf ist. Jetzt hier in der Anwendung bin ich es nur. Ich gebe Ihnen gleich ein Link, dann können Sie da mitschauen und mitarbeiten. Im Moment bin ich hier einfach nur angemeldet. Sie können ein bisschen emotisieren. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn es digital ist, beziehungsweise Leute einladen. Das ist nochmal die wichtige Variante, um sich zu orientieren. Und hier auf der Seite haben Sie jetzt die Möglichkeit, durch das Muralboard zu navigieren. Also entweder, indem Sie hier unten mitarbeiten, hier unten vergrößern oder verkleinern. Das geht hier an der Stelle. Oder Sie benutzen dafür die Maus, indem Sie in das Muralboard selber, also in die Arbeitsfläche reinklicken und linke Maustaste festhalten, können Sie das gesamte Board verschieben. Und da man ja manchmal ein größeres Board hat, was man gerne übersehen will, geht das auch mit dem Mausrad, den Zoom rein und raus zu benutzen. Fragen Sie mich bitte nicht, wie es bei einem Mac ist. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das müssen Sie bitte selber ertasten. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie das googeln, kriegen Sie auch die entsprechenden Anleitungen hier an der Stelle. So, brauchen wir hier oben noch irgendwas? Ja, Exportfunktion. Sie können jetzt eben halt das Muralboard exportieren. Funktioniert jetzt im Moment. Warte mal, Moment. So, und dann bekommt man eben halt, wenn man so den Export macht, hier einfach mehrere Download-Link eben per Mail, wenn man angemeldet ist. Oder Sie können, muss hier mal die Zoom-Button noch ein bisschen verschieben. Oder Sie können das Ganze nachher eben halt auch ja, so ist das manchmal, wenn man ein paar Tage nicht dran gearbeitet hat. Also Sie können es auch in andere Art und Weise exportieren. Komme ich gleich nachher nochmal drauf, zeige ich Ihnen dann nochmal. So, das ist hier im Prinzip also erstmal so die Grundeinführung. Na, hier oben gibt es noch ein paar andere Sachen, aber das ist jetzt im Moment nicht ganz so interessant und nicht ganz so wichtig. Balken machen nicht mal Sinn. So. Also das ist quasi die Einführung und jetzt wähle ich mich mal in unser Muralboard ein. Ja, wieder ein klein bisschen größer. Und Sie sehen, also das ist jetzt quasi das von der DPA, ne? Also von meiner Gesellschaft, das Muralboard. Wir haben hier die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Open Rooms zu gestalten. Man kann auch private Räume gestalten. Das ist jetzt etwas, wenn man eben halt miteinander in einem Team arbeitet. Die offenen Räume können alle Teammitglieder nutzen, beziehungsweise wenn Sie dann eben halt auch innerhalb eines Planes als Administrator verfügen, können Sie eben halt Räume hinzufügen, beziehungsweise auch Räume löschen, damit es nachher wieder ein bisschen übersichtlich ist. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, sich private Räume zu machen, wenn Sie bestimmte Dinge noch selber halt organisieren wollen. Unser wichtigster Raum, uns meint jetzt eben halt meine Kollegen und mich, ist eben halt hier dieser Bereich, in dem wir haben das Teamspace genannt, in dem wir quasi alle unsere Muralboards, unsere Vorlagen reingestellt haben. Sie sehen, da habe ich mal einen Tag oder zwei Tage ganz viel gemacht. Manche sind richtig ausgearbeitet, manche sind noch nicht so schön ausgearbeitet, aber da hatte ich mal einen Arbeitsrausch im Sinne von, was brauche ich für meine Trainings eben halt digital, damit es nicht so langweilig ist und nicht den ganzen Tag reden muss, sondern was kann man eben halt gemeinsam machen. Und das Interessante, weil ich vorhin gefragt wurde, will ich es Ihnen gleich hier an der Stelle zeigen. Aus diesen Vorlagen können Sie jetzt vor allem erstmal Duplikate erstellen. Das ist im Prinzip das Wichtigste daran, um eben halt hier insgesamt eine Ordnung hinzubekommen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben, wir werden gleich ein Muralboard aufbauen, also ein Template aufbauen, in dem keine kundenspezifischen Informationen drin stehen. Das heißt, Sie wollen dann eben halt
das als Vorlage nutzen. Und dann können Sie eben halt zum Beispiel hier, Vorstellungsrunde heißt das bei mir, Copy of, da können Sie jetzt den Namen verändern. Und jetzt kommt das Interessante. Und dann können Sie diese Kopie, quasi die nackte Kopie, in irgendeinen Raum reinstellen. Und dann können Sie innerhalb des Raumes, hier meinetwegen ASQF oder so, oder BBQ-Simulation sind Räume, die ich eröffnet habe, dort dann eben halt weiterarbeiten. Und Sie können dann täglich, meinetwegen aus einem Arbeitsstand heraus, ein PDF exportieren und das auszudrucken, beziehungsweise eben den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Aber Sie sind zumindest sicher, dass Ihnen das Template nicht überschrieben wird. Ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, müssen Sie halt nachher händisch alles wieder wegmachen. Wie man bestimmte Teile sichern kann, sodass sie nicht gelöscht werden können, zeige ich Ihnen natürlich auch, sodass also die Nutzerdaten quasi mit eingegeben worden sind. Aber das ist eben halt eine sehr schöne Möglichkeit, eben auf diese Templates zurückzugreifen. Man kann. Ja, bitte. Barbara Kothe, ja. Könnten Sie einfach mal ein kurzes Beispiel machen, wie Sie so ein Template zusammenbasteln? Also ja, mache ich gleich. Hm? Wir fangen gleich damit an. Ich will Ihnen nur kurz noch zeigen, wie viele Templates es noch geht. Also das waren ja alles unsere eigenen Templates, die wir gebaut haben. Sie bekommen aber hier oben drüber, und das ist eben auch in der freien Version schon mit dabei, Sie bekommen auch jede Menge Templates vom Mural schon zur Verfügung gestellt. Viele Sachen, die ich gar nicht kenne tatsächlich, also alle möglichen Methodiken. Man kann hier auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, damit das nicht ganz so erschlägt, was man hier aber alles haben kann. Also sagen wir mal jetzt hier Icebreaker. Also wenn ich einen Veranstaltungsbeginn habe, gibt es halt Templates, um irgendwas zu machen. Ne? Hier so Team-Kickoff meinetwegen oder Warm-Ups. Aber Sie sehen, und das ist vielleicht Vorteil und Fluch des Ganzen, das ist halt englischsprachig. Nicht alles kann man eins zu eins übernehmen. Ich selber, zumindest bei meinen Teilnehmern, versuche immer deutsche Dinge anzubieten, deutschsprachige Dinge anzubieten. Deswegen musste ich auch so viel umbasteln. Aber Sie sehen, es gibt unendlich viel. Ne? Und da kann man sich schon relativ leicht verlieren. Andersherum macht es die Arbeit an der einen oder anderen Stelle durchaus einfach. Aber die Arbeit selber ist gar nicht so schwierig. Und deswegen, und da lade ich Sie jetzt gleich auch dazu ein, um Ihnen das zu zeigen, wie das geht, werden wir uns mal erst als erstes einen neuen Raum machen. Ne? Ist ein Open Room, damit da auch andere mit rein können. Im Private Room kann da keiner mit rein. Da ist er. So, und jetzt möchte ich den mit Ihnen sharen. Dann kann man hier über Share Room, achso, Entschuldigung, Quatsch, ich will nicht Share Room, sondern ich will jetzt ein neues Template darauf legen. Macht ja keinen Sinn, wenn ich in den Raum schere, sondern wir wollen ein neues Template erstellen. Sie sehen, ich muss da auch mal ein bisschen gucken, da ändert sich die Oberfläche auch immer mal wieder. Und zwar, also Create Mural hier oben, der Button ist der richtige und dann kriegen Sie eben halt die Auswahl. Wir machen aber mal ein weißes. Und das ist eben halt jetzt in dem Raum mit reingeschrieben. Und jetzt kann ich das Ganze auch mit Ihnen zusammen sharen. Also man kann in White People machen. Das ist aber etwas, da müssten Sie sich anmelden oder angemeldet sein. Aber es gibt auch so einen Visitor-Link. Den kopiere ich jetzt mal und stelle den in unseren Chat rein. Wenn ich es dann wiederfinde, da. So, wenn Sie jetzt diesen Link im Chat anklicken, sollten Sie eigentlich auf diesem Muralboard mitlanden. Da passiert schon was. Wer jetzt nicht angemeldet ist, kommt natürlich nicht mit seinen Initialen hier quasi rein, sondern kriegt eben halt hier so ein kleines Icon, wie das ist jetzt ein Panda-Bär ist hier, ne? Wie auch immer Panda-Bär ist. Und dann können Sie eben halt hier oben, wenn Sie wollen, Ihren Namen noch mit reinschreiben. Muss jetzt aber nicht sein. Aber Sie sehen, es funktioniert. Sie können jetzt also auf diesem Muralboard mit draufspringen und wir können zusammenarbeiten. Ich würde Sie allerdings bitten. Ich muss mal was fragen. Ja, bitte. Ich habe jetzt hier, tippen Sie Ihre Nachricht hier. Also ich weiß jetzt nicht, wer, ob ich einer von den dreien da bin. Na,
was haben wir denn hier? KR? Ja, nee, genau. Ulrich Kraft ist drin, ja. Und Barbara. Nee, noch nicht. So, was mache ich denn jetzt? Also da steht, tippen Sie Ihre Nachricht. Muss ich jetzt eine Nachricht eintippen? Nee, müssen Sie nicht. Da können Sie jetzt sozusagen Ihr Kürzel zum Beispiel mit eingeben oder wie auch immer. Aber ich habe jetzt hier diesen Link und darauf habe ich getippt. Jetzt mache ich das nochmal. Jetzt bin ich ganz woanders. Vielleicht die anderen mal. Hatten Sie ein Problem damit? Warten Sie mal, jetzt nur Enter as a Visitor. Ja. So. Ja. Jetzt bei mir ist es so, ich kann mit dem, bei mir ist kein Name am Cursor. Ja, genau, das Sea Turtle, ne? Nee, ich bin dieses... Das müsste dann die Turtle sein. Ja, dann sind Sie das gerade hier reingeschaut. Aber warum habe ich denn die Initialen nicht dabei? Und hier ist immer Visiting. Wahrscheinlich, weil derjenige, der keinen Namen dranstehen hat, das ist man immer selbst. Bei mir ist es auch so, ich selbst. Achso, man sieht sich nicht selber. Ah, okay. Okay. Sieht einer bei der Schildkröte meine Initialen? Ich nicht. Nee, Turtle. Ist nur die Turtle. Na gut, aber was kann ich jetzt mit der, wie kriegen Sie das denn dahin? Das kann mit der rechten Maustaste meistens. Rechte. Can edit. Genau. Title, also, Sticky Note, Import, nö, kann ich alles nicht. Nee, unten auf der Zeile, auf der unteren Zeile, da wo die Teilnehmer sind. Können Sie mal, da, ja. Da mit der Maus rauf und dann can edit. Und da könnten Sie dann, glaube ich, nochmal. Wenn noch ich auf die Turtle gehe, ja. Nö. Da kann ich Grafik in neuem Tab öffnen und so weiter. Nee, hier unten. Ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wo Sie sind. Ich habe jetzt auch irgendwie... Da habe ich eine Turtle. User Options. Ja, das ist, wenn man jetzt da ganz viel und ganz schnell darüber fährt, wird es leicht etwas verwirrend. Lassen Sie es einfach... Die ist jetzt ganz klein. Ich sehe sie alle auch nicht mehr. Also ich sehe jetzt nichts mehr richtig. Dann schalten Sie einfach auf den Zoom-Schirm bitte wieder auf die Freigabe wieder zurück. Da Sie im Moment sowieso noch nichts tun sollen, sondern erstmal noch das Ganze begleiten, damit Sie sehen, wie das aufgebaut werden kann. Also Sie können nachher ein bisschen was tun, aber Sie müssen nicht. Von daher schauen Sie einfach entweder auf den Zoom oder eben halt Kann aber nichts mehr sehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich da wieder hinkomme, dass ich wieder irgendwas sehe. Ich sehe jetzt immer nur Herrn Taube als und dir die Namen überall rumflitzen. Wollen Sie noch mal? Ja? Den Link noch mal aus dem Zoom heraus aufrufen, aus dem Chat. Noch ein zweites Mal aufrufen, dann müssten Sie wieder neu reinkommen in der Originalansicht. Also wäre auch eine gute Idee. Ah ja, jetzt bin ich wieder da. Gut, danke für den Tipp. So, jetzt weiß ich dafür nicht, wo bin ich denn? Ich habe Sie gerade verloren, Sekunde. Ich sehe Sie. Ja, ich wollte meine Freigabe aber wieder machen. Ach, die habe ich gerade geschmissen. Das ist das, also ich benutze Zoom lieber als irgendwelche, also Teams zum Beispiel, aber es hat irgendwie meinen Nachteil, dass es immer nicht da ist, wo ich gerade bin. Also jetzt mit der Freigabe oder ähnliches. Das macht mich immer ein bisschen wirr. So, jetzt habe ich es wieder. Also ich gebe trotzdem nochmal die Freigabe jetzt rauf, wer da gucken möchte, und arbeite jetzt in diesem Freigabefenster. So, wir wollen ja zusammen ein bisschen was erarbeiten jetzt, oder beziehungsweise zumindest möchte ich Ihnen die einzelnen Elemente zeigen, die man hier so machen kann. Ich würde im Moment bitten, die Mäuse mal still zu halten, sondern eben halt dem Ganzen zu folgen. Also wir haben hier erstmal ein nacktes Board. Das, was ich immer mache, die Frage war vorhin eben halt, wie baut man so ein Moodle-Board auf? Also was ich immer sehr gerne am Anfang mache, ist schlicht und ergreifend, dass ich mir sozusagen einen stilistischen Rahmen gebe, nämlich indem ich einen Header habe und ich habe auch unten nochmal eine Grafik, die dann auch mein Moodle-Board in irgendeiner Art und Weise vernünftig umrahmt, möchte ich das mal sagen. Also so, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen. Und dafür benutzen wir entweder, wir gehen hier über Import Images, und zwar from your computer würde ich jetzt mal nehmen. Da habe ich auf meinem Desktop
was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, nämlich den Header, den ich sonst auch benutze. Sie müssen sich eben halt eine entsprechende Grafik entweder zusammenklöppeln oder eben halt aus offiziellen Verweisen eben halt mit benutzen. Und dann können Sie das Ganze hier einlesen. So, ich zoome jetzt mal ein bisschen raus, dass man im Moment die gesamte Größe des Whiteboards sehen kann, denn das Ding ist eigentlich von Hause aus immer riesig, in Anführungszeichen. Aber Sie haben gesehen, ich habe als erstes eine Grafik mit eingebaut. Jetzt kann man diese Grafik ziehen, damit sie so ein bisschen größer ist, meinetwegen, und die hier oben in die Ecke stellen. So. Wenn das Whiteboard einem jetzt so groß vorkommt, dann kann man ganz einfach, ähnlich wie man Felder bei Excel oder so groß und klein zieht, draufgehen, linke Maustaste, und dann kann man einfach sein Board hier an der Stelle auch zusammenziehen, wenn es einen vielleicht an der Stelle zu riesig ist. Ich mache das jetzt einfach mal, damit man diese Funktion als solche sieht. So, jetzt habe ich hier oben so einen Header, den finde ich persönlich immer sehr schön, hat ein bisschen was mit meiner Homepage zu tun, habe so ein bisschen angeglichen, damit es ein bisschen nett aussieht. Und dann mache ich auch immer sehr gerne, dass ich auch unten mein Mural Board begrenze und da bei uns eben halt der Leuchtturm so ein bisschen das grafische Symbol ist, das wir uns für die Akademie ausgesucht haben, mache ich eben halt hier unten schon mal einen Leuchtturm mit rein. Und damit weiß ich, dass jetzt das, was ich hier in der Mitte habe, quasi meine Arbeitsfläche ist. Das hilft mir einfach zu gucken. So, der Erkraft ist schon mal an der richtigen Stelle, guckt nämlich da oben rein und stellt fest, da steht ja noch nichts. Und das ganze Ding ist auch noch nicht schön. Sie können über den Rand auch rübergehen und wenn Sie nachher exportieren, bekommen Sie ein saures Bild. Na, also Sie können hier so ein bisschen drüber ziehen. So, jetzt hat der Herr Kraft ja gerade festgestellt, da ist bloß eine graue Fläche, da steht nichts. Und dann fangen wir mal damit an, dass wir sagen, okay, wir brauchen ja irgendwie eine Überschrift. Finger hoch. Bitte. Wir brauchen hier irgendwie eine Überschrift, also zum Beispiel ein Textfeld. Dann kann ich hier oben auf Title gehen und sage, denn das soll es werden, eine Vorstellungsrunde. So. Kann man hier machen, kann man fett vergrößern. Man kann es farblich verändern, wenn man das möchte. Man kann es fett machen, meinetwegen. Und dann kann man das Ganze, Sie sehen hier oben ist nochmal so ein Pfeil für Move, kann man das hier oben mit reinschieben. So, jetzt sehen Sie, okay, ist ein bisschen zu groß geraten. Dann kann man es wieder verkleinern oder auch zusammenziehen. Und dann kann man sich das eben halt hier an der Stelle mit reinschreiben. So, wenn wir sagen, okay, das finden wir gut, ich möchte das jetzt auch so behalten, zum Beispiel, weil man es sonst verschieben kann, wenn man dran rumbaut, dann kann man mittels der Shift-Taste beziehungsweise mittels der Steuerungstaste, so wie man das, nee, Shift-Taste ist es, so wie man es eben halt auch aus dem Öffnungspaket kennt, beide Elemente miteinander verbinden. Und wenn ich jetzt rechte Maustaste mache, kann ich das Ganze locken. Und locken meint hier dann tatsächlich kein ander, wenn man insbesondere sagt, Only Facilitator, das ist quasi der Besitzer des Boards, kann anlocken, dann kann man das hier festmachen. Und jetzt können Sie es gerne mal versuchen, gehen Sie mal mit der linken Maustaste auf das Bildchen und versuchen das mal zu verschieben. Ich habe nicht so ein Ding. Dann verschiebt man das Ganze. Genau, man verschiebt das ganze Blatt, weil jetzt quasi diese beiden Elemente mit dem Blatt sozusagen verschmolzen sind. Ja, so. Also von daher, die jetzt im Moment bei mir auf dem Zoom gucken, haben diese Verschiebung nicht gesehen unbedingt. Ja, man sieht, wenn man sowas macht, möglicherweise das auch nur alleine manche Funktionalitäten. Und zwar vor allem die, die dann eben halt für die Allgemeinheit nicht so wichtig ist. Da kann Mural relativ schön unterscheiden. So. Das war in Anführungszeichen der erste Streich. Also wir haben hier oben etwas eingefügt. Jetzt wollen wir, weil wir eine Vorstellungsrunde machen. Vorstellungsrunden sind ja normalerweise Name und so und relativ langweilig. Jetzt wollen wir mal was anderes machen, nämlich wir wollen interaktiv mit unseren Teilnehmern etwas bearbeiten. Und dafür machen wir wieder eine Überschrift, damit die wissen, was hier an der Stelle auf sie zukommt, schieben die Überschrift an einer Stelle und dann gibt es so einen Text.
Die heutige Vorstellungsrunde wird etwas anders als sonst. Ne? So eine Art einleitenden Text, ein bisschen Farbe hier mit reingeklatscht, damit es ein bisschen nett aussieht. Kann man dann nochmal wieder ein bisschen vergrößern. Man kann das Ganze auch mittig stellen. Also quasi so die grundlegenden Varianten, die Sie sonst auch eben halt kennen, können Sie hier mit benutzen. Sie bekommen hier auch so Hilfslinien, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, wie Sie etwas aufbauen wollen und können. So, das ist ein bisschen Einleitungstext. Dann machen wir ein anderes Textformat erstmal. So. Ich will da was reinkopieren, kleinen Augenblick. So, ich habe hier so einfach das textuell schon mal ein bisschen was passiert. Ich habe jetzt aus einem anderen Muralboard einfach mal ein bisschen Text rauskopiert. Das können Sie nämlich auch machen. Sie können von Muralboard zu Muralboard, also ich habe im Moment auf meinen beiden Bildschirmen zwei Muralboards offen. Sie können das also auch online rüberziehen. Hier habe ich jetzt, damit es ein bisschen schneller geht, eben halt einen Textblock und Sie sehen, in diesem Textblock kann man etwas fett machen, dann hat man ein bisschen Beschreibung zum Beispiel, die damit dabei ist. Jetzt sagt man, okay, jetzt hilft mir das aber nicht, weil die Leute ja gar nicht wissen, um was für Aufgabe es hier geht. Also ziehe ich nochmal zwischendurch eine Zwischenüberschrift rein, die dann eben halt linksbündig damit dran sein sollen. Und sage, diese Übung in der Vorstellung heißt Begeisterung, Inspiration und Wertschätzung. Ist ein bisschen größer als die restliche Schrift, weil man ja reinzoomen kann. Also man muss gar nicht so riesig schreiben immer, sondern man kann gut reinzoomen, sodass man als Teilnehmer das auch miterkennen kann. Und jetzt kann man sogar noch ein Stück Grafik mit einbauen, damit es so ein bisschen netter aussieht. Habe ich mal hier die 1, weil es die erste Übung ist, die kommt hier mit rein. Und das kann man in gleicher Art und Weise, und da mache ich es mir jetzt wieder einfacher und kopiere das raus. Das Ganze kann man dann auch zum Beispiel, für eine Übung 2 machen, die ich da aufgebaut habe. Nochmal einen Text, den man hier oben mit anstellt. Diese Nummer. Hilfe. Blackbox. Ja, jetzt habe ich irgendwas. Sekunde, ich muss mal kurz gucken, was ich da gerade getrieben habe. Ich glaube nicht, dass es das war, was ich wollte. Ah, da. Okay, also kann ich wieder anschalten. Er hat einfach tatsächlich nur diese Grafik aufgerufen, wie das halt manchmal passiert. Nee, da. So, da ist wieder mein Bildschirm. Und jetzt kann man eben halt die 2 damit hinstellen. Und man kann eben halt, wenn man das möchte, zur Unterstützung eben halt auch ein Stück Grafik damit einbauen. So, und jetzt haben Sie schon mal erstmal so eine Art statischen Teil einer Beschreibung, wenn Sie eine Übung zum Beispiel eben halt machen wollen. Das ist alles ganz schön. Das kann man sicherlich auch in einem anderen Programm machen. Aber es ist nicht wirklich interessant, wie ich finde. Also das ist schon interessant, dass man das rumfummeln kann. Aber jetzt müsste man ja sagen, okay, wie können wir denn jetzt miteinander arbeiten, damit es auch wirklich interaktiv ist? Und dafür richtet man sich dann sinnvollerweise so Boxen ein. Eine Box, die kann man jetzt mit Ctrl-D verdoppeln und dann macht man noch eine neue Box. Ich sage gleich, wofür das gut ist. Die ist ein bisschen schmaler. Und dann sagt man, okay, hier soll etwas hier oben, man soll ja etwas zum Thema Begeisterung eintragen. Alles, was Ihnen bei der Arbeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Soll jetzt hier, jetzt war mal zu hageln bei mir.
soll man hier reinschreiben. Und dafür kann man jetzt, und das ist das, was wir jetzt gleich am besten miteinander beüben, also wer im Moment darauf zugreifen kann. Wir sind ja im Moment 5 Teilnehmer. Die hier drauf zugreifen. Und die Idee, die jetzt interaktiv passiert, und das würde ich Sie bitten mitzumachen, ist es, dann können Sie nämlich jetzt auch gleich mal ein bisschen beüben, wie das funktioniert. Ich logge erstmal alles. Sekunde. So. Steuerung Alt, damit Sie da jetzt nichts dran rumrütteln können. So, jetzt ist alles blockiert. Ne? Also Sie können jetzt da drüber schreiben. So, und jetzt ist die Idee, und das könnten Sie bitte mal durchführen, nämlich zu sagen, einerseits hier oben reinzuschreiben, mittels eines Sticky Posts, Ihren Namen, und dann darunter reinzuschreiben, was würde bei Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn Sie arbeiten. Also ich muss jetzt nochmal fragen, ich habe jetzt inzwischen hier diesen pinken Panda da noch erzeugt und habe dem auch meine Initialen gegeben, weil ich dann nochmal auf den Link gegangen bin und ich habe da Enter as Visitor geschrieben. Ja. Aber jetzt, also wenn ich da jetzt drauf drücke, also muss ich irgendwas aktivieren? Ansicht oder, nee, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf dieses Ding da mit klicke, da passiert einfach nichts. Okay. Wollen Sie mal Ihren Bildschirm freigeben? Also die anderen mal bitte einfach Name und ein bisschen Text da reinmachen zum Ausprobieren kurz. Und ich gucke einfach mal bei der Frau Frenzel vielleicht auf den Bildschirm. Ich habe den Bildschirm freigegeben. Ja. Nee. Freigabe wenn möglich. Und ich bin jetzt hier, sehen Sie das, den Chat? Taube? Ich sehe nichts im Chat, nee. Also hier ist der, da ist der Link, also rechts von mir, ne? Nee, ich sehe Ihren Bildschirm nicht. Bitte nochmal Freigabe machen. Ja, jetzt kommt was. Das ist ja jetzt Zoom, wo Sie jetzt drauf sind. Nicht Mural. Hier oben ist das Mural Board. Wo oben? In Ihrem Reiter haben Sie links einmal der erste Reiter und einmal der dritte Reiter. In welchem Reiter? Oben, was sind da? Die sind Reiter, heißen die Dinger. Stumm schalten. Nee, gucken Sie doch mal bitte. Machen Sie mal, gucken Sie doch mal bitte hier oben. Da steht Untitled Mural DPA Campus. Danach steht fertige Teilnehmer. Das sehe ich nicht. Untitled Dings da sehe ich nicht. Ich sehe doch Ihren Bildschirm. Ich sehe. Wo denn? Ja, ich bin doch jetzt hier. Ach, da, ja. Ja, so sehen Sie. Gucken Sie mal. Da. Abbrechen. Und jetzt? So, und jetzt nichts weiter. Machen Sie nichts weiter im Moment. Ja. Jetzt nehmen Sie mal die, ist ein PC? Ja. Ja. Die Maustaste mal einfach, das Mausrad ein bisschen hin und her bewegen, dass Sie das Ganze zoomen können. Rein und raus zoomen, damit man ein bisschen mehr erkennt. Jawohl. Und jetzt mit der linken Maustaste festhalten. Genau. So, Sie sind also auf dem Board jetzt mit drauf. Sehen Sie? Wie denn? Also ich meine... Ja, Sie sind drauf. Sie sind einfach drauf. Aber ich sehe nichts. Ja, ich sehe doch was. Das müssen Sie es doch auch sehen. Ich sehe Ihren Bildschirm und ich sehe das Mural Board. Ja. Ja. Und wo könnte ich jetzt... So, und jetzt können Sie links in dem linken Menü... Eins drüber, da zum Beispiel, klicken Sie mal auf, bitte. Da bekommen Sie jetzt so Sticky Notes. Und da können Sie jetzt so ein Sticky Note eben halt in eins von diesen Feldern rüberziehen. Ach, und das andere, das sehen die, und jetzt der Rest, was Sie da unten sehen und die ganzen Zeiger, die da hin und her wandern, sind die anderen Kollegen. Ah, okay. Ja, wunderbar, haben wir gewonnen. Genau. Dann können Sie die Freigabe wieder zumachen. Das mache ich mit Stopp. Sie befinden sich in der Gemeinde, das mache ich Stopp mehr. Genau. Ja, ja. Gut. Super. Gut. Und wie komme ich jetzt wieder ins Mural Board? Na, einfach in Ihrem Browser rüberschwappen. Ah. Alt-Tab kann man das zum Beispiel machen. Okay, ja. Super. So, da wir jetzt ja alle auf dem Board draußen sind, muss ich es ja im Moment nicht freigeben, sondern kann einfach mal
gucken. Da passiert schon eine ganze Menge. Wenn ich jetzt selber reinzoome, um das besser zu sehen zum Beispiel. Super, da ist schon ganz viel. Ich sehe auch schon mit unterschiedlichen Formen, funktioniert ein bisschen was. Sehr schön. So. Und das ist jetzt im Prinzip auch der Vorteil, den wir eben halt an einem Muralboard digital haben. Ne? Alle Leute können jetzt miteinander an einer Idee arbeiten, beziehungsweise können eben halt mitsehen. Und zwar original gleich, wenn es funktioniert. Wenn also was eingegeben ist, dann sehen es auch alle. Das ist also nicht irgendwie nachläufig oder ähnliches, sondern sie haben halt die Chance, das sich jetzt eben halt mit zu betrachten. Herr Taube, kurze Frage. Sehr gerne. Muralboard, Sie haben die Systemlenkung auf Größe. Das heißt, ich kann jetzt gar nichts vergrößern, oder? Doch. Okay, ja, mit Shift, okay. Das heißt, wenn ich für mich das vergrößere, damit ich besser sehe, dann sehen Sie das aber nicht. Nein, das passiert in Ihrem eigenen Browser. Ja. Die Dinge, also das Rein- und Rauszoomen und Hin- und Herschieben, passiert in Ihrem eigenen Browser, sodass die anderen das nicht mitsehen müssen, in Anführungszeichen. Aber immer dann, wenn Sie eben halt etwas einspielen, jetzt zum Beispiel hier ganz groß, wenn man die Zeit vergisst, ne, das sieht man. Und Sie sehen so ein klein bisschen, wenn es gezogen worden ist, ist gerade vom Sea Turtle ein bisschen geschoben und verkleinert worden, dann sieht man quasi immer nur das Ergebnis. Also man sieht den Scheme selber nicht, das wird nicht so übertragen, sondern man sieht dann nur, dass das Ding für eine Millisekunde sozusagen raus ist und dann an einem richtigen Platz wieder auftaucht. Mhm. Ja, so, okay. Soweit verstanden. Ich möchte Ihnen gerne jetzt das Ergebnis mal zeigen, nämlich anhand eines Boardes, das ich hier die ganze Zeit auf hatte. Jetzt muss ich nochmal fragen. Ja? Saven Sie jetzt so ein Ergebnis, damit es dann sicher und gelockt ist, damit dann nicht noch irgendwelche Dinge dazu oder wegkommen? Oder wie ist da der Workflow? Ja. Dann mache ich doch nochmal die Freigabe. Dann zeige ich Ihnen das nochmal. Wir sind ja auf diesem Board. Also das ist hier unser Arbeitsboard, damit Sie sehen können, was ich mache. Dann will ich Ihnen das zeigen. Also im Prinzip, ich gehe jetzt mal aus diesem Board raus. Ja, nicht wundern. Also Sie sind da möglicherweise noch drin, aber ich bin aus dem Board rausgegangen. Das sehen Sie jetzt an meiner Oberfläche. Ich bin jetzt an dieser Bearbeitungsoberfläche. Irgendwann bekommen Sie hier auch so ein Vorschaubild. Nach ein paar Minuten zeichnet sich das mit rein. Wenn ich jetzt nach einer bestimmten Zeit wieder reingehe, einfach indem ich draufklicke, habe ich genau den Arbeitsstand, der auch vorher da war. Wenn jetzt also keiner was zwischendurch getan hat, ist das eben halt genau der Arbeitsstand, beziehungsweise falls andere Leute jetzt zwischendurch arbeiten, bekomme ich halt immer den Original, also immer den Stand, den jetzigen Stand. Wie kann ich jetzt bewältigen, dass ich eben halt das auch dokumentieren kann, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt fixen kann? Das mache ich zumindest immer mit dem Thema Duplicate und mache dann einfach hier Copy oder zweites Release oder wie ich das auch immer nennen möchte und schreibe das aber in denselben Raum mit rein. Also jetzt nicht, wie wir es vorhin gemacht haben, als Template in einen neuen Raum mit reinzufügen, sondern einfach in demselben Raum mit drinne zu haben. Und wenn Sie das dann eben teilt, Sie können da auch noch ein paar Stichworte mit reingehen, also Freitext, Kommentar mit reinmachen, dann haben Sie hier eben einen schönen Verlauf vom ersten Tag, meinetwegen, reingesprungen, vom ersten Tag oder aber eben halt auch meinetwegen vom zweiten Tag, wo Sie dann dran weiterarbeiten können. Ne? Also von daher, so kriegen Sie eine gute Versionierung hin, meines Erachtens. Und wenn Sie. Jetzt muss ich nochmal fragen, was ist Ihre Empfehlung? Ich bin ja noch eine sehr papierorientierte Person. Längs schmale Blätter zu haben, wie Sie es jetzt uns vorgegeben haben, oder beziehungsweise viele jüngere Leute, die arbeiten ja auf der ganzen Fläche, aber dann kriege ich die Übersicht nicht mehr hin. Ja, also Das ist Geschmackssache. Also ich brauche so einen Rahmen, habe ich für mich festgestellt. Also ich mache sogar einen Flipchart, male ich mir als erstes einen Rahmen, also eine Überschrift und dann wirklich mache ich mir einen Kasten beim Flipchart. Also ich brauche das einfach, weil ich es gewohnt bin, so zu arbeiten. Deswegen mache ich eben halt das auch gerne mit der Überschrift eben halt oder mit dem grafischen Blöcken, damit man auch da sieht, dass das ist eben unser Arbeitsrahmen. Das ist Geschmackssache.
Meines Erachtens hat sich, also in meinen Seminaren hat sich bisher noch keiner darüber beschwert, ob die Dinger längs oder quer sind oder man könnte es auch anders machen. Ich habe auch ab und zu mal jüngere Menschen mit dabei, die so gerade so von der Uni oder so kommen, die also auch selber methodenstark ausgebildet sind, aber hat sich bisher auch noch keiner dran gestört. Ne? Okay. Das ist wirklich eben halt Geschmackssache. Könnte ich jetzt so einen Rahmen, wie ich ihn jetzt gerade gemalt habe, der jetzt nicht so besonders hübsch ist, weil ich das noch nicht gewöhnt bin, ja, als Rahmen auch hernehmen für so ein Moodleboard, wenn es dann mal hübsch wäre? Ja, ich sehe zwar Ihren Rahmen im Moment nicht, aber vielleicht bin ich jetzt auch auf dem Falschen. Ich bin ja in meiner Freigabe, vielleicht schauen Sie einfach in meine Freigabe noch mit rein. Moment, es geht schwierig parallel. Also ja. Ich mache das auf dem Moodleboard direkt. Also ich habe jetzt auf dem ersten Moodleboard, was wir hatten, also nicht die Version 2, sondern den ersten, habe ich jetzt einfach einen Rahmen gezogen und den jetzt so vergrößert, dass der eben halt an der weißen Fläche so in etwa dran klebt. Ne? Okay. Damit haben Sie dann auch einen schönen Rahmen und dann sieht man eben halt auch, dass das eben halt die Arbeitsfläche sein soll. Ich bin jetzt ein bisschen von Moodleboard rübergekommen, dann hatten Sie das schon aufgezogen. Wären Sie so lieb und würden mir nochmal das Icon zeigen? Ach, das ist das und das kann ich quasi hernehmen. Genau. Und damit kriegt man eben halt einen schönen sauberen Rahmen auch hin, weil das eben halt die Linien halt vorgegeben sind, ne? Und man muss bloß eben halt die Größe mitmachen. So. Danke. Gerne. Dann möchte ich Ihnen kurz noch zeigen, wie das jetzt mit dem Thema Sharing aussieht, bevor ich Ihnen nochmal das fertige Vorstellungsboard zeigen möchte. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, das haben wir ja gemacht, man kann die einzelnen Templates, die einzelnen Whiteboards eben halt mit Teilnehmern sharen. Das heißt, sie darauf einladen. Und das passiert eben halt auch, ich mache es nochmal langsam, eben halt am Moodleboard in der Übersicht und dann diesen kleinen Pfeil, den wir hier sehen. Und dann gibt es hier halt mehrere Dinge. Duplicate kennen wir jetzt schon. Man kann es auch verschieben in einen anderen Raum und so und Rename machen und löschen. So, ist halt nicht so interessant. Aber nochmal das Thema Share zu machen. In White People ist nicht so interessant, der Share, weil da muss man angemeldet sein. Die Leute, die dann darauf kommen, müssen angemeldet sein. Da müsst ihr bitte aufpassen, müssen Sie aufpassen. Habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Dann werden Sie nämlich die ganze Zeit aufgefordert, sich anzumelden. Dann kommt keiner rein. Bei meinen ersten Versuchen gab es da ein bisschen Verwirrung. Also wenn Sie einfach Ihr Board sharen wollen, dann mit diesem Visitor-Link. Na, hier Copy-Link und dann in Chat schreiben. Oder Sie können es im Zweifelsfall auch noch vermailen, wenn Sie es vorneweg machen wollen, wie auch immer. Oder aber dann, wir hatten ja darüber gesprochen, was wir am Ende halt machen können. Wir können es dann am Ende, zum Beispiel am Tagesende, als PDF exportieren. Na, also Enter Mural oder PNG, machen wir PDF, machen wir Export. Und dann gibt es eben halt wieder einen Download-Link. Und da Sie ja als Chef de Cuisine hier arbeiten, sind Sie ja angemeldet. Das heißt also, Sie haben einmal Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt und bekommen oder können deswegen eben halt auch eine E-Mail zugeschickt bekommen. Ich gucke mal gerade. Wo ist denn, wo ist bei mir? Genau, hier, ich habe, ich zeichne das einfach. Erzählen Sie nicht weiter, dass Sie meine Outlook-Datei jetzt, aber einfach damit Sie es sehen. Da steht jetzt auch nicht wirklich wichtig drin. Sie sehen jetzt gerade meinen Outlook hier und hier sind dann eben halt immer, wenn ich es angeklickt habe, Downloads reingekommen von dem Moodleboard und dann kann man eben halt hier Download PDF machen. Und dann kriegt man eben halt also da, eben halt, jetzt, das war die Anfangsphase, eben halt das Ganze als PDF zur Verfügung gestellt. Und auf dem Wege können Sie dann eben halt tatsächlich eine Versionierung hinbekommen, die Ihnen dann eben halt die täglichen Arbeitsstände zum Beispiel zur Verfügung stellt oder aber eben halt auch quasi so eine Fotodokumentation, also in dem Fall eine PDF-Dokumentation des Geschehens, eben halt für Ihre Teilnehmer zur Verfügung stellt oder manchmal auch einfach nur für sich selber. Auch das hilft ja. So, zum Abschluss möchte ich Ihnen, und das sollten Sie jetzt gerade sehen,
das Board, das wir eben bearbeitet haben, möchte ich Ihnen einmal nochmal so zeigen, wie es aussieht, wenn eben halt tatsächlich das auch von Kunden bearbeitet worden sind. Also wir haben zwei Aufgaben, nämlich einmal das Füllen dieser drei Werte für die einzelnen Teilnehmer, und dann gibt es noch die zweite Aufgabe, schöne Schuhe. Da mache ich immer gerne, gerade wenn ich so mit Scrum Mastern so zusammenarbeite, dass die ihre Füße tatsächlich aufnehmen. Also so, wie es im Moment aussieht. Das ist immer ganz lustig, finde ich immer am Anfang doof, bis es dann aber machen und dann funktioniert das. So, und wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Ich mache es ein bisschen größer und das war, man muss es jetzt. Also ich sehe immer noch Ihr Outlook. Was? Oh. Ich sehe immer noch Ihr Outlook. Ah, okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Dann mache ich es nochmal neu. So, jetzt müssten Sie das Modeboard sehen, ne? Okay, ja. Super, ja. Also, und das sieht dann im Prinzip nachher bei den Teilnehmern so aus, dass sie eben halt auch hier oben die Namen, die können Sie bitte vergessen, das ist halt mal ein Originaldokument, mit drin steht. Und die haben dann eben halt auch die Dinge bearbeitet und zusammengearbeitet. Und dann, und das finde ich immer das Lustige, was dann ist eben, und dann tatsächlich auch fotografiert. Und zwar mit dem Handy fotografiert, und dann kann man eben halt die Handydatei, also die Grafikdatei auch direkt hier reinziehen. Das ist nicht so weiter schwierig, und dann sieht man eben halt, wie das aussieht. Und das finden die Leute wieder total lustig. Jetzt muss ich nochmal ganz dämlich fragen. Na? Wie kriege ich quasi, also ich gehe jetzt hierher, fotografiere mit meinem Handy, quasi mache das Foto, dann schicke ich mir das Foto per E-Mail und dann mache ich den Fotoanhang quasi, ja. Den suche ich dann über Mural, oder wie, ja. Ist der Weg? Ja, also normalerweise machen wir das so, dass wir das Handy an PC anschließen, einfach übers USB-Kabel, weil es ein bisschen schneller geht. Und dann eben über einen Dateimanager auf den Desktop ziehen, und dann können Sie das hier im Mural mit einfügen. So man einen Anschluss in USB hat und nicht Apple hat. Ja, dann ist halt E-Mail eine gute Idee. Es gibt bestimmt aber auch bei Apple noch so Nearby-Applikationen, dass man also per Bluetooth das rüberschicken kann oder sowas. Aber da, wie gesagt, Apple ist nicht meine Welt, gibt es aber da bestimmt auch dann in der Art und Weise. Oder wenn Sie halt alles in Apple haben, können Sie auch sowieso synchronisieren, glaube ich. Ja, nee, ich habe geteilte Welt. Ah. Aber deshalb frage ich immer über, ja. Den Weg. Ja, ja, nee, ist ja richtig. Also E-Mail ist sicherlich eine sichere Variante, und so lange dauert es ja dann im Prinzip auch nicht. Aber es ist eben halt etwas anderes wie eben halt eine Vorstellungsrunde. Und das ist so ein bisschen auch die Idee, was ich vorhin sagte. Mural kann eben halt auch andere Sachen zur Verfügung stellen, die wir eigentlich bisher nicht so benutzt haben. Und ich finde das so mit den Fotos machen ganz schön. Es gibt zum Beispiel noch ein Muralboard, wo die Teilnehmer innerhalb von 10 Minuten die Mural-Bedienung lernen. Da müssen sie bestimmte Wege machen, müssen sie auch hier zum Beispiel aus welcher Stadt sie kommen, also ein Stadtfoto damit einbinden oder so. Kann man eben halt auch machen. Das ist tatsächlich eine direkte Vorlage vom Mural, finden sie dann auch wieder. Und nur um das Ganze hier abzuschließen, und damit bin ich dann auch schon durch, können Sie. Bei mir heißt das Board ja noch ein bisschen größer, heißt ja nicht nur Vorstellungsrunde, sondern auch Ideenparkplatz und Seminarnotizen. Und dann habe ich hier unten quasi auch noch für die Teilnehmer was aufgebaut, sodass sie da noch was reinschreiben können, beziehungsweise wir auch unsere Vereinbarung über die Arbeitsabläufe zum Beispiel hier mit reinschreiben können. Also eine richtig agile Nummer, die dahinter steckt, die ich hier so ein bisschen mit eingebaut habe. Ach, da oben jetzt noch mal kurz die Frage. Könnte ich jetzt auch da quasi Flipchart-Fotos, die ich selber gemacht habe, sei es jetzt ein Maßnahmenplan oder irgendwas, da reinziehen, ja. Und dann mit Post-its belegen? Oh ja, Sie können jede Grafik mit reinziehen, also alles das, was Sie auf dem PC oder wie auch immer grafisch zur Verfügung haben. Und dann können Sie oben drüber die Post-its tatsächlich dann drüber schieben. Genau. Die andere Frage, die ich jetzt noch habe, wenn ich jetzt so ein riesengroßes Board habe, kann ich das auch in Segmenten PDFen, oder muss ich quasi immer PDF vom, also kann ich praktisch einen Bildausschnitt PDFen, damit ich für mich meine Sortierung einfacher hinkriege? Nee, das funktioniert nicht. Sie kriegen immer ein PDF oder ein Bild raus. Wenn Sie sowas brauchen oder haben müssen, dann empfehle ich als Tool. Wahrscheinlich Snip-Dings da. Naja, das Snippet ist das normale von Microsoft, aber ich benutze ein eigenes, wenn auch nicht so häufig. Ich habe meinen PC geändert, deswegen sind meine Icons noch nicht alle da, die ich normalerweise habe.
Verdammter Hacker. Sofort, geht gleich weiter. Ich gucke mal schnell. Man kann jetzt alternativ wahrscheinlich auch als PNG exportieren und dort einen Bildausschnitt dann wählen, zum Beispiel in Paint oder in Sowas. Ich wollte, ist auch eine gute Idee. Oder eben halt, ich hab ein Snippet-Tool. Ja. So, um einen Screenshot nochmal zu machen. Um einen Screenshot dann eben halt zu machen. Ja, ne? Kann man sehr schön machen. Ich frage einfach deshalb, ich merke, dass ich mit meiner Brille und meiner Sehkraft an manchen Dingen, die verkleinert sind und so zusammengezogen sind, schlicht und einfach mit dem Bildschirm, auch wenn ich mit zweien arbeite, so groß kann der Bildschirm gar nicht sein, komme ich an meine Sehgrenzen. Ja, verstehe ich. Aber Sie selber, wenn das jetzt sozusagen nur für Ihre Arbeit ist, können Sie ja so weit reinzoomen während der Arbeit, wie Sie wollen. Ne? Also Sie können sich das ja richtig, richtig groß aufreißen. Das ist klar, aber ich brauche ja manchmal, wenn ich das in ein Fotoprotokoll, in irgendeine Dokumentation reintue, komme ich an die Grenzen. Ja, also ich finde es leider tatsächlich auf die Schnelle nicht. Also sowas ist Snippet. Snagit meinen Sie, oder? Nee, das heißt glaube ich noch anders. Ich habe das mal gefunden, einfach auch nur rumgesucht. Also es ist einfach nur ein kleines Tool. Da können Sie halt den gesamten Bildschirm oder eben halt sehr sauberen Bildschirmrahmen mit aufrufen und den dann eben halt abspeichern. Mehr als Snippet mache ich mit dem Tool auch nicht. Es kann viel mehr, aber ich mache tatsächlich auch nichts anderes. Also das wäre die Variante eben halt. Dankeschön. Ja. Gut, meine Damen und Herren, das war es auch schon. Wir sind knapp über der Zeit. Ich möchte, sehr gerne natürlich, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sehr gerne auch Ihre Fragen jetzt noch loswerden. Aber für den offiziellen Teil möchte ich kurz noch als letzte Seite Ihnen ein paar Veranstaltungen mit auf den Weg gehen, die noch in dem Halbjahr passieren bei der Manufaktur. Wir haben im Oktober dann nochmal wieder auf den Abend um 18 Uhr am 26. Oktober eine etwas längere Veranstaltung zum Thema klassische und agile Projektmanagementmethoden, um wer es braucht, in dieses Thema einfach nochmal ein bisschen mit einzuführen. Dann gibt es noch zweimal die Toolparty, nämlich im November zum Thema Confluence und Jira, weil das ja auch sehr beliebte Software-Teile sind, die ganz viel bieten, was die meisten Leute ganz wenig nutzen wahrscheinlich. Da wollen wir ein bisschen was gucken. Und im Dezember machen wir es zum Thema Hopin, diese Kongressplattform. Das mache ich wieder, da ein bisschen was zu erzählen. Und am 30. November haben wir nochmal, wie schon im letzten Monat, eine hybride Veranstaltung. Das heißt also ein Netzwerktreffen, das auch online durchgeführt wird. Wir haben das im letzten Monat in Dresden gemacht. Das war sehr schön. Wir hatten online eine Handvoll Teilnehmer und eine Handvoll Netzwerkmitglieder, die in Dresden beim IT-Trainingshaus, einem Unternehmen, Mitglied der Manufaktur mit dabei war. Das hat gut funktioniert, sowohl digital als auch online, als auch in Präsenz das zusammenzuführen, war eine schöne Erfahrung. Und ganz schöne Angelegenheit, nämlich nochmal eine Aufarbeitung aus unserem Führungssymposium in diesem Jahr, nämlich nochmal das Angebot, die Scrum-Lego-Simulation zu machen. Und zwar eben halt in einer 3D-Umgebung wie Second Life, habe ich für den 21. Dezember nochmal aufgelegt, wer da Spaß hat und da gerne nochmal mit dran teilnehmen möchte. Wo finden Sie die Informationen? Sehr gerne, wie gehabt, natürlich auf Xing. Und ich mehr dann wieder rum, beziehungsweise lade auch wieder ein. Und wenn Sie dann Lust haben, damit zu machen, sehr gerne. Unsere Termine hier in dem Fall sind natürlich alle kostenfrei. Gibt es Fragen? Möchten Sie gerne noch was loswerden? Ja, herzlichen Dank. War heute jemand da vom IT-Haus? Nee, heute, die Damen sind, die haben richtig zu tun und sind diese Woche landunter. Ja, also von daher nicht. Okay, wenn keine Fragen sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Nachfragen. Ja, vielen Dank an Sie. Ich habe vor vielen Jahren mit CorelDRAW gearbeitet, mit so einem Grafikprogramm. Da lassen sich manche Parallelen ziehen. Ja. Aber interessant, wie sich das jetzt auch in den Online-Kontext einfügt. Ja, super. Dann freut mich, wenn Sie ein bisschen was mitnehmen. Wenn Sie auch im Nachgang noch Fragen haben, können Sie mich selbstverständlich gerne anschreiben. Und wenn Sie das dringende Bedürfnis haben, bei einer Manufaktur einzutreten, dann können Sie das selbstverständlich auch sehr gerne tun. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag und auch wenn es noch lange ist, schönes Wochenende. Okay, dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.